Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir in den Lümmel-Adventskalender. Den haben wir auf Zalando gefunden und wir, damit meine ich auch die wundervolle Nicole vom Kanal Chiquitas Place, denn sie hat auf mich gewartet, meine hat sich ein bisschen verzögert und ja, wir laden wieder gleichzeitig unsere Videos hoch, also für eine zweite Meinung, schaut super gerne bei ihr vorbei. 99,95 kostet das Schätzelein. Ich glaube, der ist ein bisschen teurer geworden. Aber ich finde ihn so schön. Also letztes Jahr fand ich den auch schon sehr, sehr ansprechend und habe auch einige Produkte daraus verwendet. Ich bin gespannt, ob wir hier auch andere Produkte drin finden dürfen als letztes Jahr. Schaut euch mal dieses wunderschöne Design mit den Nordlichtern an. Mag ich richtig gerne leiden. Lument bekommt ihr übrigens, wenn ihr möchtet, bei Purish auch immer. Da könnt ihr auf manche Produkte mit Claudis Welt 10 immer sparen. Ist auch in der Linfobox verlinkt, genau. Ja, aber jetzt nicht lang schnacken, reinschauen. Okay, krass. Ich habe jetzt also guckt euch mal an, von innen ist der auch wunderschön. Also das haben sie wirklich drauf, ne? Diese, oh, wunderschönen Blumen, das stellt man sich doch gerne im Advent hin. Und das Ganze kannst du auch super wieder befüllen, weil das ist jetzt nicht irgendwie beschriftet, gebrandet oder sonst irgendwas. Am 1. Dezember haben wir drin Natural Glow Skin Tone Perfecta in der Farbe 6 Plum Blush. Okay, das ist ein Blush wirklich, ne? 20 Milliliter sind hier drin enthalten. Und ja, ich erwarte auch tatsächlich ein ganz kleines bisschen dekorative Kosmetik hier drin. Abgefahren, dass es hier direkt in der 1 mit drin enthalten ist. Finnland, da kommt die Marke übrigens her. Ich habe den jetzt mal ein bisschen weiter nach hinten gestellt, weil ich habe da nicht einen Ständer oder so dran. Der 2. Dezember, also du kannst es auch richtig schön rausnehmen, weil das so dreidimensional ist. Das haben die sehr hübsch gemacht. Und die Boxen sind wirklich komplett befüllt, ne? Lumen Nordic Hydra Oat Milk Oil Cleanser, sehr schön. Ja, das ist ein Reinigungsprodukt mit 50 Millilitern und dass wir halt hier etwas kleinere Größen drin haben, habe ich auch erwartet, ne? Weil der Adventskalender ist jetzt ja auch nicht 5 Meter groß. Schön. Also ich bin mal gespannt, ob wir hier auch eine komplette Gesichtspflegeroutine wieder drin finden dürfen. Das hatten wir letztes Mal, glaube ich, auch ganz gut drin, ne? Ich musste das jetzt switchen, weil das Ganze greift ineinander. Ich habe euch hier hinten den Deckel mal hingestellt und mache das so wie Nicole und stelle euch die Produkte in den Hintergrund. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Weil ansonsten fällt mir der ganze Adventskalender auseinander. Ist wohl nicht so dafür gedacht, dass man den so schnell hintereinander öffnet, ne? Lumen Nordic Bloom Anti-Wrinkle and Firm Ein Day Moisturizer haben wir hier drin mit 15 Millilitern. Eine schöne Tagescreme. Und auch letztes Mal durften wir für verschiedene Linien von Lumen testen. Und die sind wirklich sehr, sehr angenehm auf der Haut. Hier haben wir die Nummer 4. Ah, hier steht jetzt aber tatsächlich was drauf. Da kriegst du nämlich einen Rabattcode bis 31. Januar 2025 in Höhe von 20%. Das rechnen wir aber jetzt hier mal nicht mit rein. Ein Setting Spray. Das müsste ich auch noch von letztem Mal da haben. Mit 50 Millilitern finde ich gut. Also ein Setting Spray mit dabei zu haben, ist universell verwendbar. Da musst du jetzt nicht irgendwie einen bestimmten Hauttypen haben, ne? Und das fixiert halt nochmal so ein bisschen oder settet noch ein bisschen die ganzen Texturen, sodass quasi die cremigen und pudrigen Texturen ein bisschen besser miteinander verbunden werden. Dann schauen wir mal, was der 5. Dezember für uns bereithält. Auch wieder dekorative Kosmetik. Ja, das ist Overnight Care Lash and Eyebrow Serum. Das ist eine Originalgröße mit 5 Millilitern. Ja, da hast du halt nicht diese Geschichte, dass deine Wachstumsphasen verlängert werden, sondern eher, dass die Haare gepflegt werden. Das passiert meistens mit Rizinusöl oder generell mit Ölen, ne? Und dafür ist es halt dann auch ganz gut. Abgefahren, dass wir hier so viel dekorative Kosmetik ja im Prinzip drin haben, ne? Hätte ich nicht mit gerechnet. Die Nummer 6 muss ich jetzt ein bisschen frei buddeln, aber es ist quasi hinten drauf auch vermerkt, wie man die ganzen einzelnen Kläppchen wieder einsetzen könnte. Hier haben wir Nikolaus. Ich weiß nicht, ob in Finnland die Nummer 6 auch der Nikolaus ist oder ob das jetzt quasi am 5. Dezember so war. Hier haben wir mit 10 Millilitern den Weightless Moisturizer aus der Nordic Sensitive Reihe. Die hatten wir letztes Mal auf jeden Fall nicht mit drin. Kommt mir nicht bekannt vor. Ja, finde ich schön, weil das ist halt etwas, was richtig gut für mich geeignet ist. Ich habe ja eine sensible Haut. Dann hole ich mir direkt auch mal den 7. Dezember raus. Okay, wir haben jetzt hier etwas kleinere Typchen drin. Wir sind etwas verwöhnt, ne? Letztes Jahr hatten wir 15 Milliliter oder 20 Milliliter, glaube ich, sogar mit dabei. Hier haben wir den Nordic Sea Glow Moisturizer mit 10 Millilitern drin. Also die Verpackungen sind etwas kleiner geworden. Aber Vitamin C finde ich so schön. Das gibt richtig schön Glow und deine Haut strahlt, ne? Das ist ein ganz, ganz toller Wirkstoff. Aber tatsächlich schon der 3. Moisturizer. Das ist ein bisschen viel. Da können Sie jetzt gleich mal ein bisschen mehr Abwechslung hier bringen.
Dann schauen wir mal, ob die Nummer 8 jetzt machen wird, dass es kracht. Also von der Größe her würde ich tippen, dass wir hier auch ein Tiegelchen drin haben. Und das ist eine Nachtcreme, die Nordic Ageless Radiant Youth Night Cream mit 15 Millilitern. Das meinte ich nämlich, ne? Letztes Jahr hatten wir ganz, ganz viele von diesen Tiegeln drin, was ich sehr schön fand. Und Nachtcremes sind ja immer ein bisschen reichhaltiger und etwas mehr mit Wirkstoffen angereichert, als es jetzt so Moisturizer oder eine Tagescreme wäre, weil du nach einer Tagescreme ja meistens auch noch einen Lichtschutzfaktor verwendest. Finde ich schön, dass hier auch tatsächlich diese Reihe mit drin ist, weil ich glaube, die ist relativ hochwertig und hochpreisig. In der Nummer 9 dürfen wir uns wieder über was Längliches freuen. Vielleicht ist hier ein Serum drin. Nee, wieder dekorative Kosmetik. Die Nordic Berry Length and Volume Mascara mit Cranberry und Lash Lengthening Complex. Das wird eine Originalgröße sein, ne? 8 Milliliter haben wir hier drin. Die Bürstchen blende ich euch ja ein, weil ich jetzt natürlich nicht aus allen Adventskalendern die einzelne Mascara öffnen kann. Ja, bin ich gespannt drauf. Ich bin ja so jemand, Wawawoom Lashes sind voll mein Ding, aber ich kombiniere gerne so eine Länge und Gedönsen leichte Mascara mit so krassen Mascaras wie zum Beispiel der Nabla Vigis, um da halt nochmal das Maximale rauszuholen. Auch in der Nummer 10 darf es jetzt sehr wahrscheinlich mit einem Tiegel weitergehen. Ja, und zwar haben wir hier 15 Milliliter von etwas drin, was wir, glaube ich, letztes Mal auch drin hatten. Und zwar ist das die Nordic Hydra Overnight Cream. Ja, also auch wieder eine Nachtcreme, die wir hier drin enthalten haben. Und die soll dann nochmal ordentlich Feuchtigkeit spenden, damit man morgens wahrscheinlich aufwacht wie eine Göttin. Auch die erste Schnapszahl, die Nummer 11, musste ich jetzt etwas freibuddeln. Da haben wir eine Tube drin mit 15 Millilitern. Das ist auch ein Cleanser, aber ein Balancing Clay to Foam Cleanser. Das heißt, du hast hier auch so ein bisschen mehr so, ja, fast schon wie ein mechanisches Peeling mit dabei. Da muss man als Sensibelchen, so wie ich das bin, ein bisschen aufpassen. Aber ja, warum nicht mal ausprobieren, wenn die Haut vielleicht etwas unreiner ist, um da halt so ein bisschen mehr Klärung zu schaffen. Oder als Double Cleansing, wenn du erst diesen Oil to Foam hast, ne, dann nimmst du erst diesen ölhaltigen und danach den ja, Cleanser, der mit Clay ist, mit Lehm. Ne? Halbzeit, die Nummer 12. Hier haben wir ein etwas kleineres Typchen drin, aber das Produkt da drin ist, glaube ich, recht hochpreisig. Und zwar ist das das Nordic Bloom Vegan Collagen Eye Serum mit 10 Millilitern. Da muss ich schauen, ob mir das reichhaltig genug ist oder ob ich das einfach mit einer anderen Augencreme kombiniere. Aber dass wir hier wirklich so eine Größe davon drin haben, finde ich klasse. Das wird nochmal einen ordentlichen Wertboost hier geben. Und unsere erste Augencreme. Vielleicht wird es hier auch noch weitere geben, das weiß ich gar nicht. Mal gucken. Also ich bin ja der Adventskalender, ne? Das ist schon eine Erfahrung, den auszupacken. Weil du hast diese wunderschönen, kunterbunten Blumen hier die ganze Zeit, nimmst da wirklich gute Produkte bislang raus. Also wir sind ja schon bei der Hälfte, ne? Das ist, also du merkst, dass das ein Adventskalender ist, der jetzt nicht 0815 ist. Du hast hier einen schönen Mix bislang aus dekorativer Kosmetik und Pflege. Ich persönlich habe hier bislang ein bisschen viele Tagescremes drin, aber ich glaube, das war letztes Mal genauso. Ich würde mir wünschen, dass wir hier Gesichtsseren auch mal finden. Dann schauen wir mal, was der 13. Dezember für uns bereithält. Eine Tube mit noch was zum Reinigen. Ja, Nordic Sea Clear Glow Cleansing Gel Scrub, 15 Milliliter. Das werde ich auf gar keinen Fall verwenden, eben weil wir hier ja schon sogar die ganzen mechanischen Peeling-Partikel sehen. Ich bin ja eher so ein Fan von Enzym-Peelings im Sommer oder halt bis Oktober halt. Und ab Oktober verwende ich dann chemische Peelings, AHA, BHA, PHA. Und diese mechanischen, da kommt meine Haut nicht ganz so gut mit zurecht. Aber das muss man einfach für sich selber entscheiden, welches Peeling bei einem selbst am besten funktioniert. Dafür ist so ein Adventskalender ja auch eigentlich ganz gut, weil du hast hier eine kleine Größe, kannst es mal ausprobieren, wie die Haut das so verträgt. Weiter geht die wilde Reise mit einem schweren 14. Dezember. Ja, hier haben wir wieder so 50 Milliliter drin. Sehr schön. Aqua Lumescence Beauty Lotion mit Hyaluronsäure und nordischem Birkensaft offensichtlich, oder was heißt Sepp, weiß ich gerade nicht, 50 Milliliter. Ich glaube, das ist ein Toner, wenn ich das richtig sehe. After Cleansing, ja, genau, richtig geil. Also ich finde Toner in Adventskalendern so, so gut, gerade wenn es so um Skincare-Produkte geht, dass man da halt auch einfach sieht, okay, die Firma weiß, Toner sind sehr, sehr wichtig und sie möchten das den Konsumenten, den Benutzern von dem Adventskalender einfach nahe bringen. Ich habe einfach auch für mich persönlich gemerkt, dass ein Toner so viel ausmacht in der Gesichtspflege, weil das wirklich nochmal so ein bisschen eine Chillness ist und nach der Reinigung der Haut so dieses, hey, chill dich, alles wird gut, gleich kommt ganz viel Pflege und du wirst die Inhaltsstoffe super toll finden, mach dir keine Sorgen. Das ist so eine Art Kommunikationsmittel für die nachfolgende Pflege bei mir. Und da habe ich auch schon den 15. Dezember. Das dürfte auch wieder so ein Tiegelchen sein mit 15 Millilitern, genau. Die Reihe hatten wir, glaube ich, letztes Mal
nicht mit drin. Nee, Nordic Bloom. Vitality Anti-Wrinkle and Revitalize Rich Day Cream. Das ist dann für mich wahrscheinlich auch sehr gut geeignet, weil ich ja nicht nur eine sensible Haut habe, sondern zudem auch noch eine trockene Haut. Das heißt, ich kann auch tagsüber sehr gut, wenn es jetzt nicht 35 Grad sind, ne, reichhaltige Tagescreme verwenden. Aber es ist halt unsere vierte Tagescreme. Und ich sage immer so, komm, pack drei von einer Sorte in den Adventskalender rein. Wobei man hier sagen muss, ja, wir haben drei Moisturizer und eine Rich Day Cream. Vielleicht ist das so die Grauzone, die der Adventskalender nutzt. Der 16. Dezember enthält wieder so ein längliches Tübchen, vielleicht wieder dekorative Kosmetik. Yo, oh, und zwar der Natural Glow Moisturizing Illuminating Primer. Richtig nice, 20 ml. Ich liebe Glow. Oh mein Gott, ja. Das finde ich richtig toll. Und ich meine auch, dass ich letztes Mal gesagt habe, Leute, packt doch mehr dekorative Kosmetik rein. Offensichtlich haben sie es. Also der Adventskalender macht an und für sich echt Spaß. Kann man nicht anders sagen, ne? Das ist schon nice. Wo haben wir denn den 17. Dezember? Ui, der versteckt sich aber gut. Muss man immer ein bisschen puzzeln, ne? Eine Woche vor Heiligabend fühlt sich relativ leicht an. Und hier haben wir auch wieder so 10 ml von einer Night Cream enthalten. Das ist aus der Nordic Sea Glow Renew Reihe. Also auch wieder eine Nachtcreme. Und ja, wie gesagt, ne, dass man dann halt quasi morgens etwas Leichteres hat, abends dann etwas Reichhaltigeres. Schön. Aber auch hier haben wir unsere dritte Nachtcreme. Ich möchte hier eigentlich gar nicht allzu viel meckern, weil bislang finde ich den richtig gut. Der 18. Dezember. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hier haben wir auch wieder was Leichteres drin enthalten. Und zwar... Mensch, noch ein Moisturizer. Ich vermisse meine Seren. Die haben ganz tolle Seren. Nordic Clear Balancing Light Moisturizer 10 ml. Und ja, das ist dann halt die Reihe, die dann eher so für die ölige Mischhaut geeignet ist. Also wo dann zum Beispiel die Nicole von Chiquita's Place sich drüber freuen wird, ne? Die Nummer 19. Kann es vielleicht sein, dass wir hier so generell am äußeren Kranz hier die ganzen dekorativen Kosmetiksachen drin finden? Kommt mir so vor. Hier haben wir ein Brow Care Fixing Gel. Das ist auch eine Originalgröße mit 5 ml. Hierzu muss ich leider sagen, ich habe es auch ausprobiert, ne? Das ist mir zu wenig. Also das gibt mir zu wenig Halt. Das ist halt eher so ein Hauch von. Ich brauche ein bisschen mehr Halt, weil durch das Augenbrauenserum, was ich verwende, ich habe zwar sehr wenige Augenbrauen, aber sie sind dadurch relativ lang geworden. Und dann kämme ich mir die halt immer so in Form und das Augenbrauengel fixiert das Ganze. Das war mir ein bisschen zu lasch. Aber schön, dass es drin ist, kann jeder verwenden, theoretisch. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Ich will bei diesem Adventskalender irgendwie echt nicht, dass es aufhört. Ich vermisse zwar meine Seren, aber irgendwie finde ich den Mix an und für sich ganz gut bislang. Ne? Huch, hier haben wir eine Maske drin. Schön, die habe ich, glaube ich, sogar auch aufgebraucht und die mochte ich wohl. Nordic Hydra Oxygen Recovery 72 Stunden Hydra Gel Mask mit 15 ml. Da hast du, ich sag mal, so 3-4 Anwendungen von. Ne? Und ich gebe mir solche... ja, Crememasken gerne morgens auf. Während ich meine Zähne putze, wirkt das Ganze ein. Und da kann ich Feuchtigkeit auch immer ganz gut gebrauchen. Denn morgens wache ich manchmal auf und denke mir, ich bin eine Dürrpflaume. Auch die Nummer 21 scheint irgendwie so ein Tiegel zu sein. Und das ist ein rosaner Tiegel aus der Nordic Bloom Reihe, ein Night Moisturizer. Also scheinst du hier wirklich 15 ml zu jeder Tagescreme nochmal die Nachtcreme-Variante auch zu finden. Das ist eigentlich ganz gut überlegt. Ne? Also ja, ist schon gut. Wow, der 22. Dezember ist wieder eins von den sehr, sehr großen Büchschen. Und das ist dann auch immer relativ schwer. Oha! Mutig, genauso wie der Blush ja eigentlich auch, aber geil, habe ich noch nicht ausprobiert. Der Liquid Bronzer ist hier nämlich drin mit 15 ml. Summer Glow, abgefahren, einfach abgefahren. Wirklich, oder? Ich finde es auch ganz cool, dass die halt so eine Farbe reingepackt haben, bin ich ehrlich. Der wird mir wahrscheinlich ein bisschen zu dunkel sein. Aber ich finde es besser, wenn die einen Bronzer oder einen Blush reinpacken, der ein bisschen zu dunkel ist, als zu hell. Weil man kann sich den ja theoretisch sonst noch mit Concealer ein bisschen aufhellen. Das Ganze abzudunkeln ist manchmal ein bisschen schwieriger, ne? Wisst ihr, was ich meine? Ja, deswegen. Also finde ich eigentlich echt geil. Und ich, das finde ich mutig, aber richtig cool. Wie seht ihr das? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Hätte ich nicht mitgerechnet. Hier habe ich jetzt den 23. Dezember, einen Tag vor Heiligabend. Und ich vermisse nach wie vor Seren. Ja, ich habe hier noch eine Augencreme aus der Nordic Sensitive Reihe, was ich sehr, sehr toll finde. Und hier denke ich, dass 15 ml die Originalgröße ist. Feiere ich, finde ich richtig, richtig toll. Aber wie gesagt, wo sind die Seren? Finde ich die nur in der 24? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich schon, wenn überhaupt, ne? Ja, schön, abends, sehr gut gebrauchen.
kann ich das Produkt. ja, und vor allem im Winter, ne? Und dann kommen wir zu einer sehr schweren 24. Ich vermute, dass wir hier ein Serum drin haben in der Originalgröße und dass wir hier zum Beispiel das Vitamin C Serum drin finden oder das Hyaluronsäure Serum. Finde ich beide sehr, sehr universell und sehr, 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 sehr gut. Ja, ich habe nicht vorher geguckt, was drin ist, aber wir haben hier die Glow Boost Essence Nordic Sea mit 30 Millilitern drin. Das ist eine Originalgröße, das ist ein riesiges Serum, ne? Und Vitamin C ist wirklich, ich lieb's, ne? Da haben wir jetzt den Adventskalender ausgepackt, ne? Wir haben 7 dekorative Kosmetikprodukte drin und 17 Pflegeprodukte. Ich persönlich hätte mir gewünscht, dass der ein oder andere Moisturizer durch ein Serum ersetzt worden wäre, aber trotzdem glaube ich, dass man hier echt Freude mit hat. Also wenn man sich den Adventskalender bestellt, wenn man sich den im Advent auch hinstellt und jeden Tag öffnet, hast du hier eigentlich eine ganz gute Reise und gehst da sowohl gut gepflegt als auch eigentlich relativ gut geschminkt raus. Und ich mag das, wenn wir halt so Marken haben, die sowohl dekorative Kosmetik als auch Pflege anbieten, dass sie das in der Art und Weise auch in so einem Adventskalender vereinen und versuchen, das dann auch so universell wie möglich zu gestalten. Klar, ein Blush und ein Bronzer ist immer ein bisschen schwierig und mutig. Dennoch glaube ich, dass wir hier auch ganz gute Farben getroffen haben. Ne? Also denke ich tatsächlich erstmal schon, ja. Werttechnisch liegen wir hier, ich meine, auch relativ gut da. Also letztes Jahr war das Preis-Leistungs-Verhältnis auch immens und ich glaube, dieses Jahr ist es genauso. Ich kann gar nicht aufhören, diesen Adventskalender anzugucken. Ich finde ihn wunderschön und ich glaube, das ist halt einer, der auch relativ weit oben auf meiner Top-Liste stehen wird. Wie seht ihr das? Schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Wie gesagt, aktuell ist er noch bei Zalando, nur noch bei Zalando oder auf der Lumen Homepage selber verfügbar. Und er wird aber sehr wahrscheinlich auch zu Purish kommen. Da sehe ich dann auch zu, dass ich einen Code für euch bekomme oder so. Aber jetzt aktuell, ne, habe ich ihn bei Zalando bestellt. Ja, ich bin begeistert. Kann ich nicht anders sagen. Ja. Ein paar Verbesserungsvorschläge hat man immer irgendwie, gerade für 100 Euro. Aber wir haben keine Mini-Größen, wir haben keine Füllprodukte. Wir haben echt gut was hier drin und ich glaube, da hat man eigentlich seine Freude mit. Ne? Wie gesagt, gerne eure Meinung in die Kommentare. Und für eine zweite Meinung schauen wir gerne bei Nicole vorbei. Und dann wäre es hier schon wieder gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.